So, willkommen zurück. Ich habe jetzt um den Dreh 15 Leben oder so. Und ich hätte mehrfach an die Decke gehen können. Bei der einen Stelle, wo man durch diese Totenköpfe mit dem Brett fahren musste. Ich bin so oft gestorben. Wahrscheinlich sind alle Tode an dieser Stelle passiert. Was für ein Shitty. Ja, aber ich werde es durchziehen bis zum Ende, habe ich mir vorgenommen. Von Anfang bis Ende wird dieses Spiel gezockt. Da führt kein. Ja, schön. Da führt kein Weg dran vorbei. So. Ach, da waren ja Stacheln. Ha, habe ich ganz vergessen. Die waren so lang weg. Bei dieser Stelle kann man einfach nur verzweifeln. So, diesmal versuchen wir es mal wieder mit dem Nerd. Also, ich versuche es mit dem Nerd. Ihr guckt, wie ich dabei scheitere, ne? Wenn ich einschätzen könnte, mit welchen Körperteilen er drinstehen darf. Mit dem einen Arm darf er ja, mit der Pistole oder was auch immer, darf er ja ganz drinstehen. Was? Ja! Ich hab's geschafft. Ja, dann ist egal, mit was er stehen bleiben darf. Ich hab die arschige Stelle hinter mir. Der Rest ist mir jetzt egal. Das wird jetzt bestimmt mega einfach. Das glaube ich doch wohl selbst nicht. Was ist in diesem Spiel schon mega einfach? Hey, aber ich komme voran. Ja, jetzt muss ich nur einschätzen, kommen da unten noch mehr von den. Ja, okay, kommen es. Ich hätte sogar fast deswegen einen Tod erlitten. Ja, so kann ich ihn bequem treffen und er mich nicht. Stirb. So. Da muss man nur gekonnt drüber springen und sich das dann nehmen. Und gut aufbewahren, weil die Totenköpfe gehen davon nicht kaputt. Merken. Was ist das? Ha! Say hello, my little. Ja, okay. Say hello, my little friend. Und stirbt dabei. Ja, dieses Special-Ding, Zeug, bla, habe ich auch nicht mehr. Ah, mit One-Hit-Kill macht das Ding. Das ist eine schöne Waffe. Ja, und man kann nur eine begrenzte Anzahl an Sekunden oder an Schüssen hat man nur parat. Und hier sind sehr viele Enemies. Deshalb wäre es schön gewesen, wenn ich dieses Power-Up gehabt hätte. Oder wenn man einmal getroffen wird, geht die Waffe, glaube ich, weg. Ja, jetzt ist sie weg. Einfach durchrennen. Amoklauf. Yay, ich renne durch. Ich hätte es fast geschafft. Ich glaube, da sollte man Ding jetzt nehmen. Den hier. Yay, der kann's. Ja, und da muss man den Nerd nehmen bei dieser Waffe. Dann gehe ich mal viel entspannter durch. Ja, okay. Ich gehe nicht viel entspannter durch. Ich nehme diesen hier und starte einen. Ha, so können einen die Dinger nicht treffen. Ach, dafür ist das Ducken da. Wusste ich ja gar nicht. Ja, dann weiß ich, was man jetzt zu tun hat. Man nimmt den. Ne, erst nimmt man den Nerd mit der Bazooka. In der Hoffnung, dass man nicht sofort stirbt. Aber ich sterbe sofort. Also, Nerd mit Bazooka, man geht durch. Und die Zombies denken sich, jo, suchen wir den Nerd, finden wir ihn, töten wir ihn. Was auch immer. Und runter. Dann erschießen, dann wenn er weg ist. Ja. Läuft. So. What were they thinking? Ja, jetzt bin ich wieder der hier. Ich bin es. So. Wo ist die Stelle, wo man nicht getroffen wird? Wahrscheinlich nicht hier. Ich brauche auf jeden Fall die Bazooka bis zum Ende, weil den Ritter muss man damit töten. Man muss es einfach. Das heißt, im Klartext darf ich mich nicht treffen lassen. Erstmal mache ich die fertig. Dann duckt man sich hier. Dann mache ich die nächsten fertig. Dann warte ich, bis er weg ist, duckt mich wieder. Ja, das ist alles so Routine-Kram. Jetzt muss ich mir die Stelle merken, wo ich hin kann. Da. So. Dann ein bisschen springen und Jump and Shoot. Ja, und dann getroffen werden und wieder blank dastehend. Ja, was soll man da machen, Alter? Eine schwierige Stelle. Stirb. Stirb. Ja, man sollte lieber doch den Nerd bei dieser Stelle nehmen. Weil er hat einen. Also, die Waffe vom Gitarman ist gut, ist klar. Durch Wände und alles. Aber die Waffe vom Nerd ist einfach stärker. Und wenn man so viele Zombies vor sich hat, wäre es, glaube ich, besser, einfach mal, ja, so, den hier machen.
Stirbt alle. Stirbt alle, sterbt alle. So, jetzt habe ich nur noch den Ritter vor mir. Mal. Nein, nicht nur. So, jetzt habe ich nur noch den Ritter vor mir. Jetzt muss ich die Stelle finden, wo man nicht getroffen wird. Das ist wahrscheinlich hier. Ja, hab's. Jetzt nur noch munter drauf losschießen und es sich dann freuen, dass man es nicht geschafft hat. Weil man ja zu dumm ist, an der Axt vorbeizugehen. Ist man sogar noch wirklich. Ich versuch's nochmal. Vielleicht schaffe ich es ja mit der Bazooka. Haha, haha, haha. Dieses Spiel ist ein Arschloch. Dieser Satz wird noch sehr oft fallen. Warum wohl? Ich weiß es gar nicht. Und wir haben noch 6 Leben. Das heißt, es kann sogar gut möglich sein, dass wir es, oder dass ich es in diesem Durchgang wieder nicht schaffe. Mai wäre das schön, aber dann dürfte ich alles nochmal machen. Das heißt, ich werde mich jetzt anstrengen, mich konzentrieren, während ich spiele und es schaffen. Ja. Einfach drauf los. Schieß, 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 schieß. Komm, komm, komm. So, jetzt muss ich wieder diese Stelle finden. Hab, 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 hab ich? Ja, hab. Und dann, dann, dann. So, und diesmal weise ich einen IQ auf und mache den hier. Ja. Ich weise wirklich einen IQ auf. So, nächstes Mal berechne ich, wann man da vorbei muss. Oder ich bewahre mir ein Bier auf und habe genug Bier, um mich einmal treffen zu lassen. Eins von beiden. Also mit diesem Versuch, schätze ich mal, sollte ich es schaffen. So, erstmal die Typen da in den Arsch poppen. Ich bin nun an dem. Ja, ein Bier habe ich. Das ist doch schon mal gut. Jetzt bin ich auch am sicheren Ort und stirb, 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 stirb. Ich könnte es mir auch noch leichter machen und springe so darüber. Ja. Der Boden bricht unter mir zu. Ja, das ist der Checkpoint. So, jetzt können wir uns. Ja, das ist schon der Boss. Was ist das denn für einer? Okay, der ist schon schwieriger als der erste. Ich probiere es nochmal, ne? Einfach drauf losschießen. Man kann nicht einfach drauf losschießen. What the fuck? Ich habe noch 4 Leben. Ja, 3 aber. Das sind 4. You can't hurt. Oh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Den kennen wir auch aus der Serie. Mr. Hyde. Ich bin Mr. Hyde. What the fuck? Wie soll man den besiegen? Jetzt mal ohne Witz. Also, ich habe noch 2 Leben. Warte. Trifft er mich gar nicht? Ho. Was ist da? Oh ja. Oh ja. Zieh, zieh, zieh. Ich muss es also schaffen, dass er zweimal zu dieser kleinen Form wird. Und ihn dann, ja, einfach mal eine aufs Maul geben. Auf gut Deutsch gesagt. Ja, so nicht. So auf keinen Fall. You are dead, your friends are dead, your family is dead. Man sieht sich beim nächsten Mal.